is where we live. Aber dein Leben, das ist ein ständiges sich nach außen ausbreiten und Christus Liebe ist, aus dem Standpunkt leben wir. So many people over-spiritualize this part. So viele Menschen übervergeistigen das so sehr. They say, where do you want to pray for God? Sie fragen Gott, für wen möchtest du, dass ich bete? Everyone. Jeden. If you can look at somebody, wenn du jemanden ansiehst, and say, Jesus did not pay a price for that one, und du sagst, Jesus hat nicht den Preis für diese Person bezahlt, then don't feel led to them. Dann fühl dich nicht geführt zu der Person. Go and get 31 pieces of lead. Schau, dass du hier 31 Stück Blei nimmst. Get one for each day of the month. Und nimm für jeden Tag des Monats ein Stück von diesem Blei. Make sure you have one handy. Und schau, dass du einen immer in der Hand hast. Put it in your pocket. Gib's in deine Tasche. Reach down in there. Greif da tief hinein. Feel wet. Und fühl dich dann geleitet oder fühl das Blei. Get this thing on with Jesus already. Und schau, dass du es beginnst mit Jesus. Everybody is a target for the love of God. Jeder Einzelne ist eine Zielgruppe für Gott. Everyone that you see, Jesus paid the price for. Jeden Einzelnen, den du siehst, für den hat Jesus den Preis bezahlt. When you came into the kingdom, you gave up your rights. Als du ins Königreich kamst, hast du deine Rechte aufgegeben. You gave up your right to hold Jesus back. Du hast das Recht aufgegeben, Jesus zurückzuhalten. You surrendered your life completely to the King of Glory. Du hast dein Leben komplett zum König der Herrlichkeit hingegeben. Somebody's eternity depends upon you stepping out past your fear. Von jemandem da draußen hängt seine Ewigkeit ab, dass du den Schritt machst und deine Angst überwindest. Why would you be afraid? Warum solltest du noch Angst haben? You're never gonna die. Du wirst niemals sterben. Jesus is the way, the truth and the life. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. You carry the way, the truth and the life. Du trägst den Weg, die Wahrheit und das Leben. Promise me. Versprich mir. That you step out and touch somebody today. Dass du heute den Schritt rausmachst und eine Person mindestens berührst. Somebody around you needs Jesus. Jemand um dich herum braucht Jesus. The worst they can say is no. Das Schlimmste, was sie sagen können, ist nein. Pray for somebody, the worst that can happen is nothing. Und wenn du für jemanden betest, das Schlimmste, was passiert, ist, dass dir nichts passiert. You've got nothing to lose. Du hast nichts zu verlieren. I've watched the stadium, I've watched two people. Ich habe das Stadion beobachtet, ich habe euch beobachtet. One of my perks in my life has been this. Eines meiner Gebete meines Lebens war folgendes. That I can see these stadiums that are designed for sports events. Dass diese Stadien, die für Sportevents konstruiert wurden. Hey, I saw people get so excited about sports. Ich habe gesehen, die Menschen so begeistert über den Sport werden können. I said, God, Christianity is a full contact sport. Ich habe gesagt, Gott, Christentum ist ein Vollkontaktsport. 24/7 Gospel. Eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Evangelium. You are about to birth something amazing right here in this city. Du bist daran, etwas Gewaltiges zu gebären in dieser Stadt. This is one of the largest outreaches that will ever be held. This is the beginning of it. Das ist der Anfang eines der größten Outreaches, die je stattfanden. You are the beginning of it. Du bist der Beginn davon. Do me a big favor and don't hold Jesus back today. Mach mir einen großen Gefallen und halte Jesus heute nicht zurück. Don't hold Jesus back. Halte Jesus nicht zurück. Give him away. Gib ihm den Weg. I want to pray for you that the gifts of the Spirit be imparted to you and that you would carry the gifts today, right now. Ich werde für dich beten, dass die Gabe des Geistes du ein Träger davon bist und gerade heute damit rausgehst. Stand your feet. Steh auf, bitte. I want to pray this for you, but you've got to do it. You've got to utilize what's being given. Ich werde für dich beten, aber du musst es verwenden, was dir gegeben ist. You will get words of knowledge. You will get the prophetic. Du wirst Worte der Erkenntnis haben. Du wirst prophetisches haben. Healings and miracles will flow through you today. Heilungen und Wunder werden heute durch dich fließen. But you have to test the equipment. Aber du musst die Ausrüstung auch testen. You have to test the equipment now. Du musst die